Geißbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Und dann haben wir noch ein größeres Thema für die letzte Fragerunde hier. Und zwar hat auch noch ein Hörer gefragt, oder vielleicht so eine Hörerin, weiß ich nicht, wie wir denn zum Thema Playoffs stehen würden. Bisschen Kontext, die neue Vorsitzende der DFL, eine Dame namens Donata Hopfen, über die ich gleich noch ein paar Sätze sagen werde, hat das anscheinend in den Raum geworfen, hat also gesagt, dass sie keine Denkverbote habe und sie können sich vorstellen, dass zum Beispiel der Supercup in irgendwo Saudi-Arabien oder sonst wo ausgetragen wird und dass eben auch so Playoffs es geben könnte, die dann vermutlich auch irgendwo in China oder so ausgespielt werden, keine Ahnung. Und hat eben gesagt, sie wäre für alles offen, was natürlich für eine riesengroße Diskussion in den gängigen Fußball-Bubbles geführt hat. Und diese Diskussion wollen wir jetzt auch nicht verschließen. Und ja, habt ihr eine Meinung zur Frage Playoffs, ja oder nein? Also, tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär. Ich möchte auch gerne Hopfen heißen mit Nachnamen. Dann kriegst du überall immer Hopfen. Ja, aber ja. Tatsächlich finde ich den Nachnamen sehr spektakulär. Das Interview hat mich tatsächlich sehr zum Schmunzeln gebracht, weil sie sagt in einem Atemzug, wir müssen näher an die Fans. Wir haben während Corona gemerkt, dass die Fans für uns wichtig sind. Und spricht dann von Playoffs und Supercup in Saudi-Arabien und was auch immer. Ich glaube einfach, dass die kommt ja nicht aus dem Fußball. Die kommt nicht von irgendwelchen, die hat keine Verbindung zum Fußball, die kommt von extern. Die war bei der Bild. Was schlimm genug ist. Na, also haben wir beim FC ja auch Erfahrungen gemacht mit so Leuten. Liebe Grüße an der Stelle. Wie hieß er nochmal? Fritz Esser. Das macht mich tatsächlich sogar sprachlos, wie man sowas in einen Topf werfen kann. Also es gibt ja durchaus Ligen, die so einen Playoff-Modus haben. Das sind die belgische Liga oder holländische Liga und ist Österreich, haben die nicht auch irgendwie so einen Modus, den keiner checkt? Also nochmal, wir sprechen von Ligen, die eher so in der europäischen zweiten Klasse sind. Und ich glaube, du meinst Schweiz, oder? Oder Schweiz, ja. Aber Österreich haben die nicht auch irgendwie so eine, dass dann irgendwie die Liga geteilt wird in eine Meisterrunde, eine Abstiegsrunde oder irgendwas? Ja, stimmt, doch. Also, es ist für mich tatsächlich arg befremdlich, wenn bei der Bundesliga von Playoffs gesprochen wird, weil ich frage mich dann immer, wie wollen die da durchsetzen, sondern die letzten 8 Playoffs spielen. Also, ja. Also, ich kann dem nichts abgewinnen. Ich finde, dafür haben wir halt, also, wenn es um Einzelspiele geht und Ausscheidungsspiele geht, da haben wir eine, sollte man vielleicht Donata Hopfen auch mal erklären, dass es da im deutschen Fußball ein Konstrukt gibt, das nennt sich DFB-Pokal. Das sind halt diese Do-or-Die-Spiele, die sie halt da gerne sehen möchte. Ich kann mir vorstellen, was es geht. Da geht es um Einschaltquote. Also ja. Ne, du willst einfach diese Bundesliga ein bisschen mehr melken. Neben deinen 34 Spielen, die du sonst noch hast, willst du dann halt noch Playoff-Spiele machen. Weil, auch das ist eine Entwicklung, die man dann wahrscheinlich so sieht. Ja, den Super Bowl gucken mehr Menschen wahrscheinlich in Deutschland als sonst Football. Ja, gucken, aber da guck, also es guckt doch jetzt wahrscheinlich nicht, weil der Super Bowl einmal im Jahr kommt und das ein Mega-Event ist, da gucken vielleicht dann nachher ein paar mehr Football. Aber wenn ansonsten ich Football langweilig finde, dann gucke ich A, auch keinen Super Bowl und gucke mir dann auch nicht eine ganze Saison an. Weil es geht ja, der DFL sollte es nicht um dieses eine Kick-Event gehen, sondern um den Unterbau.
Also die 34 plus x Spiele. Weil wenn diese 34 plus x Spiele keinen Fan mehr interessieren, dann wird es dir nichts bringen, wenn du da irgendwelche scheiß Playoffs einführst. Also das ist so ein... Ja, das ist halt typisch DFL. Ne? Also das ist ja nur nicht mal DFB, sondern tatsächlich die... Und es macht mich tatsächlich betroffen, dass die Fußballvereine, ne, also die Vereine der ersten und zweiten Liga, die ja im Prinzip, die DFL ist ja nichts anderes als eine Vereinigung dieser Profivereine, da so eine Person auswählen. Das macht mich tatsächlich betroffen. Ja, also ich hab ja schon bei Seifert immer gedacht, ach du Jemine. Ich habe tatsächlich irgendwie nachher gedacht, man wünscht sich sogar mittlerweile fast Christian Seifert zurück. Ja, ich muss auch zugeben, ich habe überhaupt nicht viel von dieser Personalie mitbekommen, bis die immer mal auf der Tribüne saß bei irgendeinem Bundesligaspiel, Bayern gegen Gladbach war das, glaube ich. Da saß sie dann so ganz dick in so einen Schal eingemummelt, Mütze auf, natürlich eine FFP2-Maske natürlicherweise, logisch, ist ja klar. Und hat sich ja keinen Millimeter bewegt während des ganzen Spiels. Also nicht mal so Freundlichkeitsapplaus. Und da habe ich mir gedacht, wer ist denn die Frau? Warum zeigen die immer so groß im Bild? Ist das irgendwie die Frau von irgendeinem Trainer oder so? Wird ja keine Spielerfrau sein, schätze ich einfach mal. Dann habe ich ein bisschen gegoogelt und herausgefunden, das ist die neue DFL-Präsidentin. Okay. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was hat die so gemacht? Und dann kam als allererster Treffer 15 Jahre Axel Springer. 15 Jahre. Und ich finde, damit bist du für jedes irgendwie ehrenamtliche Amt, was die DFL ja durchaus sein mag, verbrannt. Also ich finde, wenn du dich für den Springer-Konzern entscheidest, 15 Jahre lang, was dann nicht mehr eine Jugendsünde sein kann bei 15 Jahren, ne, dann bist du danach nicht mehr für ein gesellschaftliches Amt tragbar. Die DFL ist aber kein gesellschaftliches Amt. Die kriegt da richtig Knete für, glaubt man mal. Ja. Das ist ja nicht wie der DFB-Präsident, der den Amateurfußball vertritt. Meine ich jetzt nicht. Da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt. Aber sie ist überhaupt für kein öffentliches Amt außerhalb der Bild-Zeitung in Erwägung zu ziehen von irgendwem. Niemand sollte jemanden anstellen, der 15 Jahre bei Springer gearbeitet hat, außer es war Günther Wallraff, der da undercover gearbeitet hat. Aber nicht jemand, der diese Konzernlinie von Springer mitgetragen hat, 15 Jahre lang. Da kannst du vielleicht noch FDP-Generalsekretärin werden. Und ich sehe hier auch ganz viele Bilder von ihr mit Christian Lindner. Also das ist genauso dieser Speech, den sie da auch drauf hat, dieser Lindner-Speech, wenn sie da von Playoffs redet. Ich kann euch jetzt schon sagen, das war auch im Doppelpass, da war irgend so ein Fan-Beauftragter, irgendwie so ein Verein aller Fanclubs der ersten, zweiten, dritten Liga. Der war zugeschaltet. Der hieß sogar witzigerweise Thomas Kessen, obwohl ja auch Thomas Kessler da saß. Und der hat schon gesagt, ja, jetzt wo die im Amt ist, hat zuallererst mal die Kommunikation mit den Fans gelitten. Und das hat kein Wunder. Die DFL ist ja der Verein oder das Gremium, was die Entscheidung trifft, zum Beispiel, wieso Spiele angesetzt werden und so. Ne? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie diese Dame mit der Vita und den Aussagen, die sie jetzt schon getroffen hat, sich einen feuchten Fick um irgendwelche Fanbelange scheren will. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt war schon mal so den Fuß ins Wasser halten, so der erste Vorstoß, natürlich auch in der Bild-Zeitung, ne? Das kommt ja auch noch hinzu. Dieses Interview war jetzt ja nicht in irgendeinem DFL-Medium oder beim Spiegel oder sowas, das war bei der Bild-Zeitung, bei ihren alten Redaktionsbuddies da und das ist natürlich, niemand vorher hat über Playoffs geredet, niemand. Das hat die nur reingeworfen, um die Idee in die Köpfe der Leute zu bringen. Jetzt werden also Vor- und Nachteile diskutiert, aber die Idee ist jetzt im Raum. Dieser Elefant wurde in den Raum reingestellt und jetzt muss es halt diskutiert werden. Und damit findest du automatisch jetzt ja auch Pro-Stimmen, weil ja bei solchen kontroversen Diskussionen immer auch Leute zu Wort kommen, die dafür sind. Und dann hast du schon mal so ein bisschen das Wasser getestet und weißt jetzt überhaupt, ob du dich traust, in das Wasser reinzuspringen oder nicht. Ja, und das wird kommen. Also ich bin überzeugt davon, wenn die Frau da ihren Willen kriegt, die Frau Hopfen, dann werden wir irgendwann mindestens mal den Superpokal da in Shanghai spielen, den Supercup, wenn es nicht sogar wirklich Playoffs gibt. Die andere Seite der Medaille ist aber, ich fände es gar nicht so unspannend, wenn du sagst, der Erste muss nochmal ein Entscheidungsspiel gegen den Zweiten machen oder so ein Entscheidungs-Hin- und Rückspiel. Also klar, Tabelle ist das ehrlichste Medium von allen, das stimmt.
Aber der Wettbewerb an sich ist ja total unehrlich geworden, weil die Bayern einfach komplett enteilt sind. Ja, gut, aber pass auf, jetzt stell dir mal vor, du bist der Verein, der irgendwie, also tatsächlich, es gibt ja in einigen Sportarten, Eishockey, Football, Basketball, gibt es ja Playoffs. Ist auch alles okay. Aber stell dir mal vor, die Bayern spielen jetzt eine Saison, gewinnen 34 von 34 Spielen und haben dann, weil, also die meisten Playoff-Modi sind ja nicht ein Do-or-Die-Spiel, sondern ein Best-of-Three. Also du musst von drei Spielen musst du mindestens zwei gewinnen oder du Best-of-Five, du musst mindestens drei Spiele gewinnen. Also das sehe ich einfach nicht. Nö, ich würde, wenn, einfach Erster gegen Zweiter hin und rück. Zweiter hat Rückspiel zu Hause. Punkt. Das können wir noch Ja, vorstellen. aber was soll das denn bringen? In einem Spiel kannst du immer hoffen, dass Dortmund mal gegen Bayern gewinnt. In 34 halt nicht. Aber sie versuchen doch jetzt einfach diesen toten Gaul weiter zu reiten mit einer neuen Genau, Idee, dass er noch ein paar genau. Jahre länger geritten werden kann. Ja. Also, wie der Marco das gesagt hat, die Playoffs, die es sonst so gibt, vor allen Dingen im amerikanischen Bereich, die gibt es halt in einem vitalen Wettbewerb, in einem Wettbewerb, der funktioniert. Deswegen macht man dann quasi so Playoffs, die allerdings wieder einigermaßen gerecht sind, weil man einigermaßen häufig gegeneinander spielt und nicht einmal hier die Münze wirft und sagt, Mensch, heute ist mal irgendwie Dortmund weiter und deutscher Meister und mal nicht die Bayern. Was man jetzt versucht mit dieser Playoff-Idee, ist doch einfach zu sagen, okay, Bayern wird jetzt in diesem Jahr zum 10. Mal hintereinander deutscher Meister. Das gab es noch nie. Es gibt keinen sportlichen Wettbewerb mehr. Und jetzt versucht man natürlich irgendwie neue Würze reinzubekommen, weil man die wirklich heißen Eisen will man ja nicht anfassen. Heiße Eisen wären neue Verteilung der Fernsehgelder. Vielleicht auch mal ganz ehrlich mal zu sagen, vielleicht sollten wir die Fernsehgelder auch mal nach Einschaltquoten verteilen. Ja, dann hätten wir vielleicht auch mal wieder Vereine in der ersten Bundesliga, die auch wirklich jemanden interessieren. So, aber an das wirklich heiße Eisen will man nicht ran. Also kommt man hier mit solchen Ideen, mit denen man von den wirklichen Problemen ablenken will. Und dann überlegen die sich ja nicht wirkliche Playoffs, Erster bis 16. oder Erster bis 8., sondern im Grunde genommen Erster bis 4. Ja. Da werden wir keine neue Spannung bekommen, weil da spielen ja schon seit Jahren eigentlich eh die ewig gleichen vier. Dortmund, Bayern, die Pillen und ihr Fuschel am See. Und dann spielen die jetzt auch noch Playoffs. So. Und dann wird vielleicht einmal in 8 Fällen wird mal Bayern nicht deutscher Meister. Und dann können die anderen sich freuen. Aber dem Rest der Liga bringt es doch überhaupt gar nichts, was da passiert. Also das Problem ist doch, dass überhaupt kein sportlicher Wettbewerb ist. Wir haben gerade über Super Bowl gesprochen. Die beiden Clubs, die da heute gegeneinander spielen, heute Nacht, die haben jetzt die letzten 10 Jahre, glaube ich, in keinem Finale gestanden. Also da ist einfach viel mehr Bewegung und immer mal wieder jemand anders, der da gewinnt oder zumindest im Finale steht. Das ist doch viel spannender als das, Ja. dieser Wettbewerb, mit dem wir hier zu tun haben. Klar, aber auch da gab es diese Winning Streak der Patriots, ne? Auch die haben das eine Zeit lang wegdominiert und die haben diesen Playoff-Modus. Die spielen ja in zwei Ja, Conference Leagues und aber die beiden Gewinner spielen in Super Bowl gegeneinander. das ist dann ein ganz anderes. Also du kannst den amerikanischen Sport, also du kannst amerikanischen Sport, also jetzt meine ich jetzt nicht irgendwie Eishockey in Deutschland mit Fußball in Deutschland vergleichen, sondern du kannst das amerikanische System nicht mit einem Profisport der Bundesliga vergleichen. Ist ja ein ganz anderes Konstrukt. Die Vereine sind ganz andere Konstrukte. Das Die ist eine Vereine sind keine geschlossene, Vereine. ist ja erstens das. Es gibt da, das sind ja geschlossene Gesellschaften. Diese NFL, NBA, NHL sind Konstrukte, die klar vorgegeben sind. Da gibt es eine Cap Salary, da darf der Verein maximal Summe X für Spielergehälter ausgeben und auch da sind Spielergehälter nach oben gedeckelt. Da kannst du ein bisschen tricksen, indem du andere Jahre anders bezahlst. Aber du hast eine klare Vorgabe. Du hast keinen Auf- und Abstieg. Du hast, wie du schon sagst, es sind keine Vereine. Die draften sich ihre Spieler aus anderen Ligen, aus dem College, aus sonst wo. Das ist nicht mit
Fußball-Bundesliga zu vergleichen. Und jeder, der glaubt, man kann einen Punkt davon adaptieren und das da reinziehen, das mag alles sein. Aber wenn du das machen willst, dann mach es richtig. Wir machen die erste Bundesliga zu, 20 Vereine, klatsch. Nee, wenn du das machen willst, dann musst du es genauso machen wie die. Dann sind die Spieler mehr Angestellte des Vereins, dann sind die Spieler Angestellte der DFL und die Vereine kriegen die von der DFL zur Verfügung gestellt nach einem Draft-System. Dann musst du aber auch fairerweise sagen, 20 Vereine, 10 davon spielen Bundesliga Nord, die anderen 10 davon spielen Bundesliga Süd und am Ende spielt der erste Nord gegen den ersten Süd ein Do-or-Die-Spiel, weil nur deshalb ist der Super Bowl ja so groß, weil das das eine Do-or-Die-Spiel ist, ohne Rückspiel, ohne irgendwelche Tricksereien, dass du da eine Auswärtstorregel oder so einen Scheiß hast. Ne? Es ist halt wirklich, du gewinnst oder nicht, Punkt. Ich find's immer wieder faszinierend, dass ein Land wie die USA, dessen größte Angst der Kommunismus ist, oder sogar der Sozialismus teilweise, dass die so ein total kommunistisches Sportsystem haben, wo es komplett um Fairness geht und das alles durchreguliert ist und überhaupt nichts vom Markt geregelt wird, während wir, die wir in unserer Wirtschaft sehr großen Wert darauf legen, dass keine Kartelle entstehen, das riesengrößte Kartell in der ganzen Bundesliga haben. Das ist total faszinierend, dass es in beiden Ländern komplett einmal rumgeflippt ist, also komplett kontraintuitiv gegenüber dem Gesamtholding. Aber wenn wir uns nicht trauen, Fußball anders zu denken, wird sich der Fußball auch nicht ändern. So, jetzt weiß ich, dass Fußball ein sehr, sehr, sehr konservativer Sport ist, mit sehr vielen konservativen alten weißen Männern, die schon daran verzweifeln, wenn man sagt, wir wollen 5 Wechsel statt 3 einführen. Was, das hat es noch nie gegeben, die sollen sich so anstellen, die sollen durchspielen. Oder die schon daran verzweifeln, wenn man nur sagt, es soll eine Netto-Spielzeit geben und nicht immer dieses Rumgewälze von Neymar über 5 Minuten da, was dann nicht nachgespielt wird. Das kriegst, allein solche kleinen, soften Reformen kriegst du im Fußball ja schon kaum durch. Guck dir diese ganzen wirklich nicht enden wollenden Diskussionen über den VAR an, wo teilweise auch irgendwie Schiedsrichterentscheidungen jetzt dem VAR angelastet werden und so ein Scheiß. Funktioniert nicht. Deswegen wirst du auch Fußball nicht auf einer großen Ebene radikal neu denken können. Da ist der Fußball nicht gemacht für. Und deswegen musst du zwei Sachen in Kauf nehmen. Entweder es bleibt für immer so, wie es ist, oder die Bayern machen in nächster Zeit so viele Fehler, dass sie so durchgereicht werden, weil sie sich auf Gedeih und Verderb Brazzo verschrieben haben, der dann Florian Kohfeldt als neuen Trainer holt oder sowas. Das kann ja, wenn du Glück hast, noch passieren. Aber solange Hoeneß lebt, wird das nicht passieren und wahrscheinlich Rummenigge auch. Ja, und deswegen wird das für die nächsten 10 Jahre wieder 9-mal den Meister Bayern geben. Und wenn du Pech hast, ist der Nächste, der dazwischen stößt, dann nicht Dortmund und nicht Bochum und nicht Köln, sondern halt Fuschel am See oder Wolfsburg. Und das kann auch keiner wollen. Das Problem ist doch die Verzahnung der Wettbewerbe. Das haben die Amis ja auch nicht. Da spielt ja jetzt nicht irgendwie der Footballmeister dann noch irgendwie in der Weltliga des Footballs, so wie wir hier dann, und das ist ja das einzige Argument immer von Bayern München, ja, wenn wir jetzt hier die Fernsehgelder gerechter verteilen, dann werden wir nie wieder die Champions League gewinnen, weil man da natürlich dann in einem Wettbewerb auf Clubs trifft, die aus einer ganz anderen Welt kommen, die aus Ligen kommen, wo es kein 50+1 gibt, wo es Investoren gibt und so weiter und so fort. Und man da als Bayern München halt den Anspruch hat, man will da ewig auch mitspielen und eine Chance auf den Titel haben. Wenn die Bundesliga so ein Closed Job wäre, könnte es auch einen Aufstieg und Abstieg noch weiterhin geben. Aber es gäbe nichts nach oben, nichts Europäisches, wo man auch noch Ambitionen hat und sich mit Vereinen messen will, die aus ganz anderen Sphären kommen. Dann könnte man das viel, viel gerechter in der Bundesliga verteilen. Und ich finde, das muss der Anspruch sein, dass die Fernsehgelder gerechter verteilt werden. Entweder jeder kriegt das Gleiche oder nach Einschaltquoten, damit auch mal ein bisschen die Fans und beziehungsweise die Vereine einen Vorteil bekommen, die auch wirklich eine Fanbase haben, dass das zumindest so einen Wettbewerbsvorteil auch mal darstellt. Aber so wie das jetzt läuft, wird das in diesem einfach immer Bayern München wird deutscher Meister, wird das immer so bleiben. Ja, wie finden Sie denn die Idee? Man sagt, der Erste muss nochmal gegen den Zweiten spielen, Zweiter hat Heimspielrecht im Rückspiel und so rum. Dann hättest du halt zumindest ein Spiel, wo es um alles geht, im ausverkauften Westfalenstadion, dann nach Corona. Ja, aber das ändert doch nicht die Liga. Aber was ändert das die Liga? Das sind zwei Spiele mehr, die für den Rest Fußball Deutschlands irrelevant sind. Würdest du es gucken? Nein!
Du würdest nicht gucken, wenn Bayern in Dortmund ran muss und das hinten 1-1 war. Ernsthaft, so. Aber ganz ehrlich, ich guck in dieser Bundesliga nur noch Spiele meines Vereins. Ich gucke. Ja, so weit ist das jetzt schon. Ja. Und nochmal, ob jetzt Bayern oder Dortmund Meister wird, es interessiert mich so wenig. Das natürlich würde es nicht. Also, das ist doch eigentlich keine Diskussion, wer von beiden da Meister werden sollte, oder? Warum? Ist das eine Konstrukt besser als das andere? Ja, natürlich. Nee, sehe ich nicht. Doch, finde ich aber, also da finde ich, sind Welten zwischen. Also ich finde, bei Dortmund gibt es auch wenige Sympathen in der Führungsebene. Ja, das ist doch also, scheißegal. Darum geht's doch nicht. Auch, weiß ich nicht. Also, wenn ich mir es jetzt aussuchen dürfte, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nach einer Zeit eher mal Dortmund als Meister wünschen als die Bayern. Aber ob jetzt Dortmund oder Bayern Meister wird, ist mir so scheißegal. Ich finde, da liegen Welten zwischen alleine, was die Menschen interessiert. Also Bayern-Fan bist du doch so, oh, die gewinnen halt und ich will gerne gewinnen, deswegen werde ich Bayern-Fan. Dortmund-Fan bist du doch auch, als wenn die absteigen, bleibst du Dortmund-Fan. Wenn die Bayern absteigen, sind die alle weg. Dann sitzen da noch so ein paar Ultras, Diehards, aber bei Dortmund kommen auch in der zweiten Liga 80.000. Weiß ich nicht, ich glaube auch, die Bayern würden aber in der zweiten Liga auch das Stadion verkehren. Ja, nach 4 Jahren nicht mehr, wenn die jetzt den HSV machen würden. Das ich glaube auch, dass die Dortmunder nach 4 Jahren wahrscheinlich nicht mehr ins Stadion verkehren. Glaube ich halt nicht, das ist glaube ich so tief in der DNA des ganzen Ruhrgebiets drin. Das habe ich bei Schalke auch gedacht. Also tatsächlich. Ja, jetzt bei Schalke muss ja Corona mit reinrechnen, ne? Stell dir vor, es ist keine Seuche. Nee, also jetzt nicht Corona. Also tatsächlich merkst du, dass die Fans nach so einer bei den Schalker ging das ja tatsächlich, es war ja ein schleichender Tod. Und ich glaube halt einfach, dass irgendwann man an den Punkt kommt, wo man sagt, es reicht. Es reicht mir jetzt einfach. Ich gehe nicht jedes Spiel dahin. Und wenn das halt dann nicht nur 5.000, sondern 25.000 machen, wirst du dann mal den Hans Günther haben oder den Carsten, der mal sagt, ach komm, so 2 Spiele, gucke ich mir in der Saison aber an. Wir sind doch auch immer ausverkauft in der zweiten Liga. Lautern war jetzt ausverkauft gegen Magdeburg. Okay, nur 10.000 wegen Corona, ne? Aber die waren ausverkauft. Du glaubst ja nicht, dass 10.000 in der dritten Liga zu Bayern gehen würden. Ich weiß nicht. Ich glaube, die haben, also ich glaube, dass man auch da die Fanbase wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt. Ich weiß nicht, ob man der Fanbase in Dortmund, ich glaube auch, dass die größer ist und stärker ist, aber ich weiß nicht. Ich kann das in München nicht einschätzen. Dafür bin ich da auch vielleicht zu weit weg. Ja, vielleicht interessiert mich das auch zu sehr wenig. Also tatsächlich, ob bei den Bayern ausverkauft oder nicht ist oder in China fällt ein Sack Reis und um oder was auch immer, das interessiert mich nicht. Also nochmal, klar möchte ich eine verhältnismäßig ausgeglichene Bundesliga haben. Die wirst du doch aber nicht durch eine fucking Playoff-Spiel erinnern. Die Bundesliga nicht, nein. Wo den Meister in den zweiten spielt. Ja, aber nein, die Bundesliga bleibt die gleiche. Doch, du hast plötzlich wieder einen Fight um Platz 2. Jetzt ist ja scheißegal, wer Zweiter wird. Ob Leverkusen Zweiter oder Dritter wird. Ja, aber Dortmund. Ob dann Leverkusen oder Dortmund gegen die Bayern spielt, ist mir doch auch scheißegal. Ja, dir aber doch nicht auf einer neutralen Position. Aber wenn man Playoffs macht, dann müssen das mehr als nur 4 sein. Nee, da bin ich gegen. Dann spielt ja der Sechste in der Relegation, in den Playoffs. Ja, aber dann spielt jedes Jahr Bayern gegen Leipzig und Dortmund gegen Leverkusen. Dann sprechen wir nämlich in 3 Jahren, also das ist die ersten 3 Jahre interessant. Und irgendwann sagst du dir, ach, die Playoffs. Das ist so, als wenn wir jetzt davon sprechen, ach, die Champions League Quali. Das spielen immer die gleichen Scheißvereine. Ich bin auch gar nicht für die ersten 4. Ich bin auch für Erster gegen Zweiter. Ja, aber wie behindert wäre das denn? Hallo. Das Wort behindert benutzt ihr bitte nicht als Beleidigung. Scheiße. Hier. Wie ja, scheiße das wäre das denn? Aber, also, ja, warum? Also, das ist das Einzige, was interessiert. Also, aber es ist doch schon der Supercup, den haben wir doch schon. Ja, aber Erster der kann doch keinen, weil der vor der Saison ist. Das ist ja vor der Saison, wenn die alle noch in so einem Vorbereitungstrainingslager Saufmodus sind. Da kann es doch keinen. Ich sehe nicht, wie dadurch die Bundesliga Qualität gewinnt. Die Bundesliga als Gesamtkonstrukt nicht, aber du hast zumindest, kannst du diese Vorherrschaft der Bayern vielleicht mal in 2 Jahren von 8 brechen. Und dann?
sind sie zumindest halt nicht zehnmal, also achtmal in 8 Jahren Meister geworden. Ja, aber jetzt mal im Ernst, ob die jetzt 8-mal oder 10-mal hintereinander Meister werden oder 6-mal, das ist doch nur, da hat dann irgendwer anders bei sich auf dem Briefbogen was stehen. Und in der Regel ist es einer der Vereine, es ist ja selten, dass Freiburg, Frankfurt, Mainz oder Bielefeld Zweiter geworden sind. Es sind doch immer die gleichen Verdächtigen. Und die sind dann nicht, weil das so ein ausgeglichener Wettbewerb ist, sondern weil da Kohle fließt ohne Ende. Das ist in Dortmund nicht anders als bei Bayern oder Leverkusen oder Wolfsburg oder Leipzig. Nimm Schalke. In der Saison 2017-18 hätte Schalke einen Meisterschaftsplayoff bekommen. Das hätte doch Leute interessiert. Da hätte doch der ganze Ruhrpott gebrannt. Ja. Die wären für ihre geile Saison noch belohnt worden, hätten die Chance bekommen, dann in ihrer ausverkauften Veltins-Arena mit, weiß ich nicht, wie vielen verrückten Fans. Also, wenn da nur der Meister ausgespielt wird in 2 Spielen, dann hast du wieder so eine blöde Auswärtstorregelung, oder? Nee, die musst du weglassen. Da bin ich auch gegen Auswärtstorregel. Aber ich sehe tatsächlich, ja, du hast wahrscheinlich so wie Relegation. Also tatsächlich sind die einzigen Spiele, die ich mir angucke mit Nicht-FC-Beteiligung, Relegationsspiele, ja, für mich da tatsächlich, aber auch nur, wenn ein Verein dabei ist, den ich entweder brennen sehen will oder den ich hochkommen sehen will. Ja, gut. Das ist meistens der Fall, eins von beiden. Also das ist tatsächlich so, Du guckst dir doch keine Relegation an, wenn da Bielefeld gegen Heidenheim spielt. Guckt man sich doch nicht an. Du guckst dir doch da lieber an, wenn da Bremen gegen Hannover spielt oder Hamburg oder wen auch immer. Ich gucke sogar die dritte auf zweite Relegation. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der Maßstab. Ich gucke mir dann da auch Ingolstadt gegen, weiß gar nicht, wer es war, an. Magdeburg oder keine Ahnung, wer es war, habe ich mir vergessen. Ist auch, glaube ich, egal. Wir werden da keinen Konsens finden. Am geilsten für die Spannung fände ich wirklich Duells Bundesliga Nord und Süd und ein Super Bowl am Ende. Dann hättest du nämlich eine Liga von den beiden, wo die Bayern nicht mitspielen würden. Wenn du dann noch Bayern und Dortmund in derselben Liga hättest, also nicht Nord-Süd, sondern irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendeine andere Aufteilung der Liga, hättest du ja einen Strang, wo immer ein anderer auf jeden Fall in diesen Super Bowl reinkommen würde. Und da wäre schon Spannung. Aber für diese Spannung, also ich sage jetzt mal vor sich selbst, wenn du sagst, das ist die Aufteilung Südwest und Nordost und du hast Bayern und Dortmund in einer Gruppe, dann spiele in der anderen, ja gut, das wär dann jetzt schwierig, wenn die dann aufgeteilt wird, Leipzig und Wolfsburg. Und wenn du dann 10-mal hintereinander hast, dass Wolfsburg oder Leipzig gegen Bayern oder Dortmund spielen, dann sagst du dir auch immer nach 10 Jahren. Oh, oh, oh. Ja. Also dieser amerikanische Sport ist deshalb so interessant, weil es halt tatsächlich vorkommen kann, dass jedes Jahr da andere Vereine spielen, weil die das gleiche Geld haben. Klar. Die haben jeder Summe X und können die ausgeben. Na klar kannst du dann, wenn du gute Trades machst oder gut draftest, und du dir so ein junges Team aufbaust und das auf Jahre hinweg dominierst. Das kann passieren. Aber das ist ja was anderes, als wenn jedes Jahr in der Fernsehverteilung Verein X ein Drittel mehr bekommt als Verein Y. Oder klar. Drittel ist ja das Doppelte, oder dreifach auch, in der Regel. Auch da ist ja nicht alles perfekt. Ne? Also auch die haben ja das Problem, dass ja der Schlechteste zuerst draften darf. Das heißt, es gibt Mannschaften, wenn die merken, es geht nichts mehr, verlieren die mit Absicht die Spiele, um Schlechtester zu werden, um zuerst den Draft zu bekommen von irgendwelchen College-Talenten oder so. Und das natürlich auch Wettbewerbsverzerrung ist. Ne? Weil dadurch kommen dann manchmal Mannschaften in den Super Bowl, die das Glück haben, auf diesen Chaotenverein da zu treffen, der schon abgeschenkt hat. Ist ja ein Closed System, ein Closed Shop, also die können nicht absteigen, deswegen, wenn sie slacken. Ne? Also das ist auch nicht ohne Probleme, dieses System. Vielleicht kann man es auch mal ganz radikal denken und sagen, du machst eine Bundesliga reich gegen eine Bundesliga arm. Da kommt zumindest immer ein armer FC Köln, gleichwertiger Verein, in die Playoffs und kann in einem Spiel einfach mal zeigen, ob er die Bayern besiegen kann oder nicht. So wie Bochum gestern. Dann machst du halt so Klassenkampf draus. Weißt du, Big Brother Haus reich gegen Big Brother. Aber das werden die ja nicht machen. Also noch natürlich mal, nicht, also weiß ich. Ist mir schon bewusst. Ich habe doch gesagt, das ist eine alte weiße Männergarde. Ja, also deswegen ist diese
dieser, nochmal, das ist, wie der Bastian vorhin schon richtig sagte, das ist die Kuh nochmal ein bisschen mehr melken. Irgendwie da nochmal zwei Spiele sich rauslungern oder x Spiele mehr rauslungern. Aber Attraktivität oder Gleichheit oder Fairness mehr wird es dadurch nicht geben. Ja, da kommen wir nicht zusammen. Ich würde das Spiel auf jeden Fall gucken, während ich mir jetzt halt nicht Bayern gegen Gladbach angucke. Ja, aber du guckst dir ein Spiel halt mehr in der Saison an. Ja klar, aber das Spiel, da würde ich auch sogar tatsächlich involviert sein in dieses Spiel. Ich würde es nicht nur so nebenbei gucken, ich würde das aktiv und bewusst gucken und hätte da auch eine Meinung zu, von wenn ich mir wünsche, dass der gewinnt oder halt nicht gewinnt oder so. Vielleicht nicht bei jeder Konstellation, also jetzt bei Wolfsburg gegen Leipzig, ne? Scheiß der Hund, die wandern. Genau. Oh, also klar, aber wie oft kommt das vor? Deshalb sage ich ja. Wie oft kommt das vor? Ja, aber ich glaube halt, dass die Bundesliga dadurch nicht an Attraktivität gewinnt. Das sage ich auch nicht. Ich sage nur, dass. Ja, aber warum machst du das denn? Ja, damit Bayern nicht immer Meister wird, habe ich jetzt 10-mal gesagt. Ja, aber das ist kann ja nicht der. Also das ist, die DFL hat ja irgendeine Idee dahinter, dass die sagt, wir führen die Playoffs, also wir möchten die Playoffs einführen. Ja, gut, damit die wollen halt TV-Gelder einkassieren, ja, klar. Genau. Hast du ja auch. Also das hättest du dadurch ja auch. Das Spiel kannst du ja wirklich auf der ganzen Welt dann vermarkten. Ja, aber wenn die Verteilung dann so stattfindet, ja, wie sie bisher stattfindet. Der Gewinner kriegt, klar, hat es wieder der. Ja, ist schon richtig. Ne? Also dann kannst du da hinter einen Haken machen und sagen, okay, dann kriegt derjenige nochmal 10% mehr. Und dann zementiert sich das dann auf Dauer auch wieder ein. Also ja, ich hoffe halt nur, es würde mein Guckerlebnis steigern. Mehr habe ich überhaupt nie gesagt. Ja, okay. Ja gut, aber wer sich Relegation dritte, zweite Liga anguckt. Ja, weil es halt ein Du-oder-Dein-Spiel ist. Ich habe die Mannschaft die ganze Saison nicht gesehen, die da spielen. Ne? Also ich kann ja nicht mal sagen, wie der Trainer von Ingolstadt wahrscheinlich gerade in dem Moment heißt. Aber es geht halt um alles oder nichts. Also gucke ich das dann. Zumindest halt, also ich sitze jetzt nicht mit einem Fanhütchen vor dem Bildschirm und feiere irgendwie den Gegner von Ingolstadt. Das jetzt auch nicht, aber ich lasse es halt laufen. Ja, Wahnsinn. Ich habe sogar Ingolstadt gegen 1860 geschaut, was das vorentscheidende Spiel für die Relegation war. Ja. Ja, ja, da geht's halt um was. Es war halt Erster gegen Zweiter und ne, alles oder nix. Okay. Ja, ich sag nichts. Ist ja auch nicht verboten, ein Fußballspiel zu gucken. Also wir sind hier ein Fußballpodcast, mein Freund. Nein, sehr gut. Sehr gut, aber ja, gut. Ich meine, ich fand die Diskrepanz zwischen ich gucke nur Spiele meines Vereins zu, ich habe dann Ingolstadt gegen 1860 geguckt. Ja, in der dritten Liga, muss man fairerweise sagen. Ja, klar. Ja, klar. Ich gucke ja auch Spiele vom HSV, also ich bin da sehr, sehr merkbefreit, was das angeht. Sehr schmerzbefreit. Jetzt haben wir den Basti hier, glaube ich, sehr niedergelabert mit unserer Diskussion. Basti, willst du noch irgendwas reinwerfen in die Runde? Zu den Playoffs habt ihr alles gesagt. Also dann gehe ich davon aus, dass du heute dann auch in den Super Bowl guckst, weil es ist ja Do or Die dann, ne? Ja, aber das ist leider sehr spät nachts und ich muss ja um 6 zur Arbeit. Also wird schwer. Sollen sie bitte zu europäisch gefälligen Zeiten machen, dann gucke ich es vielleicht. Aber leider tun sie das ja nicht. Das ist halt nicht zu Zeiten von 1860 gegen Ingolstadt. Ja, aber ich gucke jetzt ja auch nicht ein Basketball-Endspiel oder so ein Scheiß. Da interessiert mich die Sportart nicht. Ich gucke auch nicht Olympia, sind auch Do-or-Die-Spiele. Aber halt nicht mein Sport. Ne? Also ich habe keinen Bezug zu irgendeiner olympischen Disziplin, außer vielleicht Fußball. Football, ich würde das gucken, wenn das schneller zu Ende wäre. Aber es ist ja echt so ein 6-Stunden-Event, wenn du Pech hast, oder so 4 Stunden ja Minimum. Und dann sitzt du da bis nachts um 4.30 Uhr. Und von den 4 Stunden ist die Netto-Spielzeit wahrscheinlich, wie lang spielen die? 45 Minuten oder was pro Halbzeit? Ich weiß es nicht. Und der Rest ist halt Unterbrechung, Pause, Flag, Timeout und Werbung. Da habe ich keine Freude dran, ehrlich gesagt. Vielleicht gucke ich das letzte, wenn ich morgen frei hätte, würde ich vielleicht das letzte Quarter gucken, wenn ich nicht schlafen kann und nachts sehe, dass es knapp ist. Dann vielleicht. Ich guck's auch nicht. Guckst du's, Basti? Ich glaube, da müsste ich jetzt noch mal 2 Stunden vorschlafen. Ja. Irgendwie. Das ist halt wirklich, die Uhrzeit killt mich an einem Sonntag. Ich bin halt Arbeitnehmer. Also wäre ich jetzt freischaffend oder so, wäre es eine andere Geschichte oder irgendwie Homeoffice oder sowas, aber bin ich leider nicht.